Die Infotafel am Herzberger Wasserrad lehrt uns, dass von hier aus damals das Trinkwasser zum Schloss transportiert wurde. Genauer gesagt, es wurde hochgepumpt. Heute wird hier elektrischer Strom produziert. Wir fragen uns natürlich, wie kommt das Schloss heutzutage an sein Trinkwasser? Gegenüber vom Schlossbahnhof an der Straße am Freudenstein, die zu unserem Schloss führt und bei den Treppen, über die man zum Schlosscafé gelangen kann, finden wir ein kleines Kabüffchen unterhalb des Schlosses. Dort befindet sich heute die elektrische Pumpstation, mit der das Trinkwasser zum Schloss transportiert wird. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren, und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.